Gut, der ist durch. Ja, gut, also das ist, sowieso, dass das hier ist, wir machen hier so ein Feld und reicht das aus. Komm sofort aus verwesenden Käfig raus. Ja, so ist das denn. Komm. Soll ich sagen, Pip Goodwill ist wirklich ein Alien, aha. So, bist du jetzt fertig? Oh, da ist auch noch was. Ach du Scheiße. Achso, wir haben länger gearbeitet. Stimmt, der Fähigkeit. Zukur schlägt sich sehr gut in der Schule. Oh, sie hat sogar auf die besten Studenten geschafft. Jawohl! Der Tiger hat es gerade noch rechtzeitig in den Druck geschafft, um es in der morgigen Ausgabe zu erscheinen. Du schaffst es selbst, das engste Deadline einzuhalten. Und daher haben deine Kollegen dich zum Mitarbeiter der Woche gekürt. Ist nicht einfach, jetzt sind wir stark. Glückwunsch, Freunde. Jawohl, so will ich das hören. Nach Hause. So, hast du die Hausaufgaben? Nein, jetzt kann sie auch Hausaufgaben machen. Wunderbar. Siehst du, jetzt kann sie wieder Hausaufgaben machen. Alles klar. Das werden wir auch gleich mal machen. Oh, ist das schön. Ach, das ist ein schönes Gefühl, wenn Sachen wieder funktionieren. Siehst du, resetten ist immer gut. Komm, jetzt pflanzen wir die noch ein. Pup, pup. Hinata war fleißig und ihr auch, aber zuerst mal, mein lieber Freund. Outfit planen. Was bist du jetzt? Ein kleiner Schrank Baby machen, ich glaube, sagt. So, weil ich möchte schon, dass es ein bisschen. Nicht so, ne? Übertrieben. Weeb. Ja, come on, so rennt doch keine Sau rum. Also, schick schön, aber nicht so. Na, vielleicht etwas moderner. Susel. Also macht mir Spaß. Ich gebe zu, ich mag es sehr gerne, Sims zu gestalten. Eine Outfits und so ein bisschen. Und Frisuren. Also somit gibt es ihnen erstmal seinen Charakter. Und er ist auch so ein, er ist eigentlich so, ne, so ein lockerer Typ, so ein. Ja, er ist eher so einer, ne? Er ist auch, er wäre auch Abenteurer, wenn Sachen erkunden, ja. Ja gut, das ist ein bisschen übertrieben. Oder so mit Weste, ich weiß ja nicht. Ich meine, könnte man auch machen, aber da hat er so ein Namensschild, das ist ja noch. Na gut, das ist ja wirklich der. Wollen wir nicht. Nee, um Gottes Willen. Aber so, nee, das muss schon ordentlich sein. Der ist ja, es arbeitet ja im Journalismus. Genau, da muss man so rumlaufen. Nein. Aber. Muss schon ein Hemd sein. Ja, das ist zu, ne? Doch, doch, doch. Und dann natürlich, ja, okay, das ist ja perfekt. Ich meine, also da braucht man nicht so lange diskutieren, das ist. Die Uhr natürlich nicht vergessen. So, wir können auch mal gleich anziehen. Karriere 2. Jawoll! Und dann gehen wir mal hier Aussehen ändern. Das sieht auch ordentlich aus, finde ich, ne? Und ich mag das sehr. Das ist so ein bisschen spezifisch dann halt einordnen, was wer anhat. Ist doch nicht schlecht. Party eingeladen, natürlich. Können wir später machen. Erstmal Haare. So. Da will ich auch mal realistisch sein und nicht einfach so, komm, jetzt kriegt er kurze Haare oder...
Sieht sehr charmant aus. Ja, aber er hat auf jeden Fall diesen. Da würde ich eigentlich den machen. Ne, so, ich glaube, das macht am meisten Sinn, weil das so nach hinten geht. So, wenn wir jetzt wieder Alltag machen. Außerdem, dann mache ich auch das. Und dann, ja. Noch ein Spielrennchen macht man immer. Sowieso. Seht ihr gleich, oder wir machen ihn. Nee, ich werde bei der Frisur bleiben. Ich weiß noch nicht mehr, welches war. Ich glaube. Also ein. Nee, das war schon. Die oder? Die hier. Natürlich, ach, die war's. Ich Idiot. Die war's. Okay, dann macht es Sinn. Ja, genau, die war's. Die ist. Ja, die ist ja. Okay, die. Die hatte ich ja. Die hat ein bisschen. Okay, dann macht es ja noch mehr Sinn. So, jetzt wechseln wir mal kurz Auto zu Dings und dann müsst ihr dann. Da hat er die dann so, das heißt, wir werden das nochmal kurz ändern. Weil das passt ja gar nicht. Und da geben wir ihm dann nochmal. Die gewählte Frisur nach hinten. Aber nur für dieses. Das macht dann auch Sinn, das passt dann auch. Es geht. Weil die halt ein bisschen, ne? Ja, so. So, jetzt erstmal wieder Alltag. Und dann. Zack, jawohl. Okay. Das war der Prozess. Hat ein bisschen gedauert, aber wir sind da. Jetzt kann er erstmal sich Waffen genehmigen. Werft oh, Mensch, sie nehmen wir mal ihren Kürbis hier. Werft den weg. Düngen mit. Ja, Düngen brauchen wir nicht mehr. Den musst du wegwerfen. Alle vertrockneten Pflanzen wegwerfen. So. Und dann machen wir das. Ich komme auch zu nichts, ne? Wow. Ich schneide auch ein bisschen zusammen natürlich, damit es dauert viel zu lang. Tätowieren lassen. Eventuell. So, wenn du eine gegessen hast, dann wirst du mal Schnauze halten. Genau, also Geschäfte ist ja, ne? Wir haben erst kein Geschäft. Also wir sind ja jetzt noch nicht Geschäftsführer. Wir werden also erstmal Immobilie ansehen. Ich glaube, Immobilie ansehen ist, glaube ich, dann wirklich da ein neues, also umziehen. Wir können doch, wir können schon mal Immobilie ansehen. Ich weiß nicht, mehr. Roll da nicht rum mal. So, das ist das Letzte, was ich jetzt machen möchte. Oder dass ich noch schaffen möchte, dass wir uns ein Grundstück holen und dann nächste Mal das Geschäft eröffnen. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier so Schönes? Oh Gott, ach so, eigene Grundstücke ansehen. Oh Gott, du kannst also zum Beispiel Spielplatz kaufen und dann kriegst du ja, genau, kriegst du ja Miete. Du kannst ja, okay, wir kaufen die Buchhandlung und dann gehört die uns, wir kriegen dann Geld. Ja, nee, ist klar. Der alte Angelplatz können wir uns mal kaufen. Und dann können wir. Okay, das ist was an. Also Immobilie, ist aber geil. Ein weiteres Anwesen, das wollte ich. Die Resort übernehmen. Das wäre eigentlich auch sowas gewesen, aber ich mache dann lieber sowas. Ein weiteres Anwesen kaufen. So. Wir haben zur Auswahl 3200. Wie groß ist denn das Grundstück? Das, also.
Es ist nicht so viel auf dem Markt, nee. Generell Grundstücke. Wir haben drei Grundstücke. Wir haben ein großes. Ein ganz großes. Wie? 3200. 3200 ist gleich die Größe. Das ist halt 5000. Oder wo ist das denn? Wo wohnen wir? Ich sehe uns gerade nicht. Sorry, ja, eigentlich. Na, dann würde ich mir das mal ansehen. Oder mal, was halt ansehen wir uns ja mal holen, so. Kching. So, ist es das unseres? Da. Grundstück besuchen, Immobilie. In Resort umwandeln, auf ein privates Grundstück, auf dieses private Grundstück ziehen. Nee, okay, also. Wir ziehen ja nicht in Immobilie. Dieses Grundstück bauen. Ach du Schande, was ist denn hier los schon wieder? Ja, das ist dann halt, wird unser erstes sozusagen Lädchen werden. Ich weiß noch nicht, wie, das ist natürlich sehr klein, vor allem sehr groß. Vielleicht ist das erstmal, vielleicht muss ich nochmal ein Grundstück dazu holen, ein kleineres. Weil es ist schön, aber es ist halt auch sehr groß. Also es ist schon mal gut, dass wir das haben, aber es ist eher für größere Verkauf. Also wir bräuchten erstmal ein kleineres und dann würde ich das nehmen für zum Beispiel jetzt Autos oder so. Oder wirklich, wenn wir, ne, also ich würde da nochmal ein neues hinstellen. Das können wir mal ganz kurz, das würde ich auch gerne nochmal ganz kurz machen wollen. Warum denn nicht? Genau, ein Grundstück und zwar, ich würde fast sagen, so 30-30. Das ist ja wirklich sehr klein hier. Obwohl, nee, das reicht eigentlich schon aus hier, so 25-25. Wir wohnen da. Dann könnte man hier irgendwie so... Guck mal, hier würde es auch perfekt hinpassen, das ist dann ein Reitschuh. Hier ist eigentlich auch Platz, hier ist auch ein gutes Grundstück. Ne, guck mal, hier würde es auch gut gehen eigentlich. Bisschen hügelig. Ne, hier wäre es direkt neben dem Stadtpark. Da wir, ist eigentlich scheißegal. Oder hier auch. Hier ist eigentlich auch frei. Freiheit. Ja, ich würde fast sagen... Ne, hier ist... bisschen schwierig. Hier ist ja ein Grundstück. Hier ist ein riesiges Grundstück. Ich weiß nicht, ob uns das gerade gehört. Verkauf es aber mal. Ja, hier ist eigentlich perfekt, oder? Hier ist perfekt. Wenn der Baum nicht wäre. So. Oder? Da war es gerade. Bäm! Da ist es. Das wird's. Aber erst nächste Folge. Denn wir sind schon wieder drüber. Macht nichts. Aber ich wollte das wenigstens fertig machen. Ich hoffe, ich stürze es nicht ab. Das wäre sehr schön. Okay. Das war's. Also nächste Mal, nächste Woche kaufen wir das. Und werden da einen kleinen, so eine Art Tante Emma-Laden starten mit so kleinen Sachen. Und wenn wir den damit Geld verdient, dann haben wir noch ein zweites und da machen wir den ein bisschen größer. Mit Autoverkaufen oder keine Ahnung. Oder mit einfach wirklich so verschiedenen Abteilungen. Das war wirklich ein bisschen größer. Aber erstmal so Hinata-mäßig. Oder da bei den Großen, da können wir dann auch so so Museumssachen, ja, ne, die wir im Urlaub finden, da verkaufen zum Beispiel. Ausstellen und verkaufen. Und Bilder und sowas und ja, mal gucken. Das wird passieren mit der Familie Jäger. Ich sehe es einfach und bis nächsten Folge. Also, ciao, ciao.